Es wird halt nicht als Krankheit anerkannt. Das ist nicht wie ein Beinbruch, wo man sieht, der hat ein gebrochenes Bein, sondern der stellt sich an. Es sind schon auch viele Vorurteile, auch oftmals aus dem verwandten Bekanntenkreis, die dann eben sagen, das ist alles gar nicht so schlimm. Das ist dann die Aufgabe, den Selbstwert herauszuholen und den Patienten mitzugeben. Natürlich können sie ihren Mitmenschen sagen, ich war in einer Krise, aber ich war stark genug und habe mir Hilfe geholt. Dieses Hilfeholen ist ja ein Zeichen von Stärke.